Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in der Deputation für Arbeit, Wirtschaft und Häfen uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie und ob man die Anwohnerinnen und Anwohner um den Flughafen herum gesundheitlich besser vor Lärm schützen kann, ob das notwendig ist und wie das geht. Wir hatten dazu als Fraktion Die Linke einen Antrag eingebracht, der im Wesentlichen sagt, wir wollen ein konsequenteres Nachtflugverbot. Das Ergebnis der Verhandlung ist jetzt, dass dieser Ansinnen, ein Nachtflugverbot einzuführen, abgelehnt worden ist und dass man stattdessen versucht, über eine Gebührenordnung zu erstellen, die die finanziellen Hürden für Nachtflüge, für Verspätungen und Ähnliches anheben soll. Wir sind im Kern skeptisch, dass das ein Weg ist, die Anwohnerinnen und Anwohner vor Fluglärm zu schützen. Und wir sind auch im Kern sehr skeptisch, ob das überhaupt eine Wirkung zeitigt und ob nicht einfach die entsprechenden höheren Gebühren von den Fluggesellschaften dann aus der Portokasse bezahlt werden. Der Senat hat sich sehr viel Mühe gegeben, das entsprechende Ressort, unseren Antrag und auch die Begründung abzulehnen. Es stimmt, diese Anträge hatte in seiner Begründung Schwächen, weil es eine Materie ist, die oftmals nicht leicht zu durchschauen ist. Die Kernaussagen der Ablehnung hat uns aber doch sehr mit großen Fragezeichen versehen. Da wird gesagt, die Lärmbelastung ist eher nicht schädlich. Also eine Einschätzung, dass eine Dauerlärmbelastung von 40 Dezibel auf die Dauerkreislauf und sonstige Gesundheitsschäden wird nicht geteilt oder wird in Frage gestellt. Es wird auch gesagt, die Grenzwerte, über die wir da reden, und diese Werte an der Lärmbelastung sind in 2020 gerechnet und treten deswegen möglicherweise gar nicht ein. Und es wird auch ganz deutlich gesagt, die wirtschaftlichen Interessen am Flughafen gehen vor dem Schutz der Gesundheit der Anwohnerinnen und Anwohner, weil die Belastung und die Gefährdung ist überhaupt nicht so schlimm, wie gemeinhin möglicherweise auch von den Anwohnerinnen und Anwohnern behauptet wird. Diese Einschätzung teilen wir nicht. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Gesundheitsgefährdung durch Fluglärm im Bereich des Flughafens für die Menschen dort nicht erträglich ist. Sie müssen vor diesem Lärm geschützt werden, weil er langfristig krank macht. Und es gibt auch ein paar Indizien dafür, dass die beschlossenen Maßnahmen auch in der Vergangenheit nicht gewirkt haben. Es wird gesagt, wir haben ungefähr 2000 Nachtflüge und es wird auch gesagt, in den verschiedenen Papieren und Konzepten, die Zeit von 22 Uhr bis 22.30 Uhr darf nicht zur verlängerten Tageszeit zählen. Das kann man unterstützen. Die Realität ist eine andere. Wenn man die Anzahl der Flugbewegungen auf halbe Stunden während der Tageszeit, also wegen von 6 bis 22 Uhr verteilt, dann ist die Anzahl dieser Flüge geringer als die Anzahl der Flüge zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr. Das heißt, es gibt sogar eine Konzentration von Flügen in der Zeit von 22 Uhr bis 22.30 Uhr. Und das straft sozusagen dem Ansatz, dass es eben keine Ausweitung des Tages sein darf, jedenfalls auch die erste halbe Stunde des Tages straft dem ein Stück weit Lügen. Deswegen halten wir daran fest, wir unterstützen die Initiative des Beirates Neustadt und der Anwohnerinnen und Anwohner und werden weiterhin gucken, ob es nicht ein effektiveres Form von Nachtflugverbot oder effektivere Formen von Einschränkungen von Nachtflügen gibt, als jetzt einfach nur an der Gebührenschraube etwas zu drehen und zu hoffen, dass sich etwas tut. Möglicherweise ja, unser Antrag hatte Schwächen in der Begründung, das Konzept des Senats hat Schwächen in der Umsetzung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächste